Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Papers, Please. Weiter geht's mit unserer Geschichte. Wir sind inzwischen bei Tag 9 angekommen und da setzen wir einfach mal fort. 1. Dezember 92. Hochrangiger Koleche ist astrozkanischer Spion. Als vermisst gemeldet, wahrscheinlich tot. Gehen wir zur Arbeit. 1. Dezember. Pack die Adventskalender raus. Es wird Zeit. Astotzka, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Inspektor, ein verdeckt operierender Agent des Ministeriums für Information ist enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seine Dienste als Vermittler angeboten. Mehr dazu am heutigen Tag. Okay, wir haben immer noch das da. Das haben wir in der letzten Folge bekommen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Da sind lauter Buchstaben und Zeichen drauf. Und dann ist halt dieses Essig-Symbol da drauf. Packen wir es einfach erstmal hier hin. So, nächster. Oh, einer der Soldaten. Hallo. Bist du der Spion? Was? Nein. Wow, stark. Ich bin Wärter hier. Mein Name ist Kalensk. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten und dann schicken die mich hierher. Das ist also der Dank. Und jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Als ob wir anderen hier mehr verdienen. Ja, aber pass mal auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist es nicht, oder? Du solltest auch etwas bekommen. Also werde ich dieses kleine Problem lösen. Für jeweils 2 Leute, die du einbuchtest, kriegst du 5 Credits von meinem Bonus. Klingt für mich nach einem guten Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste draus. Okay, das heißt für uns jetzt, möglichst viele Leute einbuchten, damit wir mehr Geld bekommen. Ja? Sobald wir die Möglichkeit haben, jemanden unter Arrest zu setzen, direkt unter Arrest setzen. So, nächster. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts, ein paar Wochen. Ja, ein Monat, ein paar Wochen. Ich meine, es sind ja 4 Wochen. Also, ja, Übereinstimmung, das stimmt. Maria Hoffmanik, Maria. H1QB4, H1QB4, NRTG4, NRTG4. Besuch ein Monat, Datum passt, CG passt. Republien, Bostan ist in Ordnung, Datum passt, Bild passt. Dann darf sie durch. Und macht sie mir ja keinen Ärger. Nächste Person. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Einwanderung, okay. Thomas Konarek. Konarek Thomas. R3UDB, R3UDB. 0NXX4, 0NXX4. Einwanderung unbegrenzt, genau. Datum gültig, Siegel gültig. Great Rapid, das stimmt. Datum ist gültig, Bild passt. Dann darf er auch durch. Nächster. Papiere bitte. Ich habe nicht viel Zeit. Hier nehmen Sie. Okay. Passen Sie darauf auf, ich werde von einem Hochstapler verfolgt. Der tut so, als käme er vom Ministerium für Information, aber ist glatt gelogen. Wenn er nach den Papieren fragt, geben Sie ihm stattdessen das. Bloß nicht verwechseln. Also ich soll das linke geben. Weizverhalten der Wasservögel von Niederkolechien. Okay. Besuche Verwandte, ein Monat. Die haben mir den Pass abgenommen. Das tut mir leid, aber dann müssen sie sich einen neuen Pass besorgen. Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, arbeiten. Dauer des Aufenthalts, 60 Tage. Oh, achso, ja, ich konnte gerade nicht rechnen. Claude, Matthias Claude, 086FN, 086FN, T4Q2U, T4Q2U, Segel passt, Datum passt. Claude Matthias, 2 Monate, achso, nee, warte mal, es sind doch 3.
Ja, okay, dann zählt der heutige Tag halt nicht mehr damit. Aber gut. Das Siegel ist auf jeden Fall in Ordnung. Claude Matthias. Groß Kraus aus Antikrien. Groß Kraus. Ja, Datum ist in Ordnung. Bild ist in Ordnung. Dann darf er gehen. Und machen Sie mir ja keinen Ärger. Der nächste. Papiere bitte. Papiere bitte. Ihre Papiere. Ich komme vom Ministerium für Information. Sie haben was für mich. Oh. Sollen wir das Echte geben? Wir geben ihr das Echte. Wir geben ihr einfach das Echte. Wir sind ja hier kein Schwindler. Die Person da gerade eben kann uns gar nichts sagen. Also wir geben es einfach mal das Echte. Zweck der Reise, Freunde besuchen. Dauer des Aufenthalts, 2 Wochen. Genau. Obristan. Peter Michelsen. Michelsen Peter. MWS8B, MWS8B. LJ53H, LJ53H, Besuch 14 Tage, Datum ist in Ordnung, Siegel ist in Ordnung. Launders, Launders passt, Datum passt. Ja, das Spiel ist halt recht alt. Heutzutage würde man sowas nicht mehr nachfragen, aber gut, machen wir es. Sonst kriegen wir halt eine Strafe. Ach was? Arrest. Okay, die erste Person. Ja, wie gesagt, heutzutage ist es völlig veraltet und die Person dafür zu verhaften, aber das kann man machen. So funktioniert das Spiel halt. Zweck der Reise, Besuch. Dauer 2 Monate. Besuch 2 Monate. Mondinika, Mondinika, Ferovic. BJOM8, BJOM, oh oh. Die zweite Person, die wir verhaften. Bitteschön und auf Wiedersehen. Ja, das lief ganz gut, würde ich sagen. Wir haben direkt zwei hintereinander verhaftet. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall schon mal 5 Credits. Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise, Durchreise. Transit also. Einige Tage, das ist in Ordnung. Christopher Mischenko, Mischenko Christopher, HN4MJ, HN4MJ, HJEP6, HJEP6, Siegel gültig, Datum gültig, Vereinigte Föderation, Shingleton, Datum passt, Bild passt, dann darf er durch. Nächster. Papier bitte. Transit, Dauer. 2 Wochen, genau. Maya Kamboyska, Kamboyska Maya, C3T67, C3T67, IJB92, IJB92. Datum passt, Siegel passt in Ordnung. Mergeres, Mergeres aus Obristan. Ist leider abgelaufen. Es ist leider abgelaufen. Wovon reden Sie da? Ja, dann tut es mir leid, aber dann müssen Sie es einfach hinschauen. Ja? Es ist letzten Monat abgelaufen, dann können Sie nicht einreisen. Papiere bitte. Zweck der Reise, Transit, Dauer, einige Wochen. Ja. Josep, Sisas, Sisas Josep, KTA7S, KTA7S, HJXWU, HJXWU, genau, ist gültig. Okay, Orvec, oh, Orvec aus Republien. Achso, ja, wir können ihn verhaften. Wunderbar. So. Das heißt, wir haben jetzt hier 3. Das heißt theoretisch 7,5 Credits, aber kriegen dann wahrscheinlich bei der vierten Person das erst. So, guten Tag. Oh, hoppla. Das wird wahrscheinlich die letzte Person sein. Veselo Distrikt, Blotnowski, Sergei Blotnowski. Geburtsdatum 25.04.45, genau. 1,75, ja, wenn er sich ein bisschen streckt. 83 Kilogramm. Kann natürlich sein, dass er nur ein bisschen zugelegt hat, aber wir überprüfen es lieber mal. An sich, Datum ist in Ordnung. Orvec als ausstellende Stadt. Das heißt, wenn er jetzt hier nichts dabei hat, dann darf er durch. Wenn er hier nichts dabei hat. Eieieiei. Okay, damit haben wir jetzt 4 verhaftet. Ja. Natürlich kann ich das sehen. Einen Moment bitte, was ist jetzt los? Ja, tschüss.
Auf Wiedersehen. Und kommen Sie morgen um 6 Uhr wieder. Das heißt, wir haben 4. Wir haben 4 direkt verhaftet. Das heißt, wir müssten morgen oder übermorgen, keine Ahnung wann er kommt, 10 Credits bekommen. Oh, Bestechung, 10 Credits. Ah. Das müssten die dann sein, ja. Okay, allen geht's gut, dann können wir ein bisschen einsparen. Endlich haben wir mehr als 200. Das ist sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Die Wahrheit von Astotzka. Kolechin räumt auf, Astotzkas Spione tot. Heldenhafte Agenten schändlich verraten. Hä? Warum? Das müsste doch das Dokument sein, was ich Ihnen gegeben habe. Aber ich habe doch das richtige Dokument gegeben, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das richtige Dokument gegeben habe. Okay. Dann gehen wir mal zur Arbeit. Kann es sein, dass ich jetzt jemanden getötet habe? Oh, wer kommt denn da? Eine Person. Guten Tag. Ich kann das nicht bewegen. Schade. Okay. Inspektor, heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für das Distrikt Ostgrästien einen Besuch abstatten. Legen Sie Ihr bestmögliches Verhalten an den Tag. Es lebe Astotzka. Okay. Ja, dann können wir das direkt mal vorbereiten. So. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Guten Tag. Nun. Sie sind hier der Inspektor. Also bin ich für Sie verantwortlich. Sie haben 4 Verweise bekommen. Vielleicht war es ein Fehler, sich auf die Lotterie zu verlassen. Hier, zur Motivation. Hängen Sie das da an die Wand, ich komme in 10 Tagen wieder. Machen Sie mir keine Schande. Es lebe Astotzka. Minister für Grenzschutz, Anerkennung für Dienst nach Vorschrift. Ich meine, 4 Verweise in den 9 Tagen, die wir jetzt schon hatten, ist nicht schlecht. Ja? Also es sind so alle, Moment, wenn man es 4 von 10 sagen würde, dann wären es 40%. Also, ich habe keine Ahnung. Ja, alle 2,5 Tage, so ungefähr. Alle 2,5 Tage habe ich einen Verweis bekommen. Das ist ziemlich gut. Ja. Oh, wir können es aufhängen. Okay. Dann machen wir das dahin. Wenn wir es hierhin machen, dann verdeckt es natürlich die Nummern. Also machen wir das einfach hier unten hin. So. Da stört das dann nicht groß. Ist auch nicht hinter dem Knopf, um hier quasi die Rolllehne runterzumachen. Gut, genug geplaudert. Los geht's. Nächster. Papiere bitte. Zweck der Reise. Durchreise. Transit. Okay. 2 Tage. Das Bild fällt mir direkt auf, aber das kann ja daran liegen, dass ihre Haare ein bisschen anders gemacht hat, dann ihr Hut. Aber wir müssen es einfach mal überprüfen. Das sieht an sich ganz in Ordnung aus. Ja, Übereinstimmung. Also, wie gesagt, hatten die Haare ein bisschen anders. Laura Baker, Laura. XF8MR, XF8MR, RLLV, RLLV. Transit 2 Tage, hat sie gesagt. Datum, Siegel, passt. Launders, Datum ist in Ordnung. Wie gesagt, das Bild, das haben wir schon aufgeklärt. Dann darf sie trotzdem durch. Nächster. Papiere bitte. Oh, Zweck ihrer Reise. Transit. 14 Tage. Ah ja, okay. Transit 14 Tage. Transit 14 Tage, okay. Asim Lugrey. Oh. Ja, okay, er könnte 2 Nachnamen haben. Das müssen wir direkt mal überprüfen. Und zwar mit dem Fingerabdruck. Auch wenn wir die Fingerabdrücke natürlich nicht brauchen. Aber die Fingerabdrücke sind in Ordnung. Und ihr seht, der hat 2 Namen. Also, das ist in Ordnung. Der Name ist ein bisschen komisch geschrieben, aber okay. NHJTA, NHJTH, XMFFK, XMFFK, Transit 14 Tage, das hat er gesagt, genau. Datum passt, Ziegel passt. Tsunkaido aus Impor. Tsunkaido, genau. Datum ist dann auch noch Bild passt. Dann darf er durch. Dann machen Sie mir ja keinen Ärger. Nächster. Papiere bitte.
Zweck der Reise, Besuch. Dauer, 12 Wochen. Es passt an sich. Wenn Sie Ihnen den Pass abgenommen haben, das tut mir leid. Ich kann halt einfach nicht überprüfen. Was? Nein, ich werde nicht gehen. Gut, dann nicht. Ich will aber nicht. Ihr fasst mich lieber nicht an, sonst explodiere ich wie ein wilder Tiger. Ich habe das Recht, jedes Recht der Welt nach Astotzka einzureisen. Ich glaube wohl, es ist ein Scherz, aber der Tiger macht keinen Scherz. Lasst mich durch. Oh. Sie wurde mit dem Gewehr niedergestreckt. Oh oh. Naja. Zweck der Reise, Arbeit. Genau. Arbeit und Dauer. Dauer ein paar Wochen. Ja, haben wir eben schon erklärt. Halena, Aitmani, Aitmani, Halena, Halena, Kraigieva? Ich meine, es könnte wieder genau dasselbe sein wie eben. Fingerabdruck. Schauen wir einfach mal nach. Kein Alias bekannt. Genau. Das heißt, ich kann ihre Identität nicht verifizieren. Damit wäre das heute die zweite Person, die wir einbuchten. Nächster. So, Papiere bitte. Zweck ihrer Reise. Transit. Dauer 2 Tage, genau. Daniel L. Frank. L. Frank Daniel. VMDU5. VMDU5. V4QSC. V4QSC. Transit 2 Tage, hat sie gesagt. Einreise bis ist gültig. Siegel ist gültig. Wunderbar. Glorian. Datum. Bild. Ja. Sie hatte halt auf dem Bild die Augen zugemacht. So. Oh, Papiere bitte. Unsere Agenten sind bereit. Ab morgen. Lassen Sie sie passieren. Ich denke, das hat was damit zu tun. Probieren wir das morgen aus. Ja? So, Papiere bitte. Zweck Ihrer Reise. Ich will nach Astotzka einwandern. Einwanderung, genau. Michael Sadurski, Sadurski Michael, CE63J, CE63J, GS749, GS749. Hm. Ja, das Datum passt, Siegel passt. Import NQ, genau. Datum ist in Ordnung, Bild passt. Dann darf er durch. Und machen Sie mir ja keine Erhöhung. Der nächste. Oh. Oh, Mist. Darauf habe ich nicht geachtet. Transit. Transit, Dauer des Aufenthalts ein paar Wochen. Transit ein paar Wochen. Oh, Transit. Ja, okay. Grant, Muna. Oh, Muna und Miner. Meiner, keine Ahnung. Ja, das kann sein, aber um einen Buchstaben ist eher unwahrscheinlich, oder? Ich meine, es könnte ein Rechtschreibfehler sein. Kein Alias bekannt. Das tut mir sehr leid. Es könnte sehr wohl ein Schreibfehler sein. Ich meine, das ist ein Buchstabe. Aber wir können es leider nicht nachprüfen, ob es nur ein Rechtschreibfehler ist. Und deshalb müssen wir ihn leider festnehmen. Ja. So, Zweck ihrer Reise, Durchreise. Dauer 2 Wochen. Transit 14 Tage. Genau. Julia Maximovic. Maximovic, Julia, TEV9X, TEV9X, LKJ3G, LKJ3G, Transit 14 Tage, genau, Datum ist in Ordnung, Siegel passt, Oberistan, Oberistan Lorndas, das Geschlecht würde ich sagen passt, Ablaufdatum in Ordnung, Bild passt, okay. Nächster. So, Papiere bitte. Zweck ihrer Reise, Transit, Dauer, einige Tage, okay. Elda Hasanovic, Hasanovic Elda, R3FBC, MGAPC, MGAPC, ist leider abgelaufen. Tschüss, auf Wiedersehen, ist leider abgelaufen. Natürlich, ich hätte Ihnen jetzt das gesagt, aber die Zeit läuft gleich ab, deshalb wollte ich hier schnell noch die nächste Person reinholen. So, Durchreise, Transit, genau, 2 Wochen, 14 Tage, genau. Jakob, denke ich mal, Dane Jakob, H2H85, H2H85, GAN46,
Transit 14 Tage. 14.12.82 ist in Ordnung, Siegel auch. NQ aus Import, genau. Datum passt, Bild auch. Jetzt hat er hier die Augen zu auf dem Bild, waren so offen. Naja, und machen Sie mir ja keinen Ärger. Gut, okay. Das hat gefühlt ein bisschen länger gedauert, ich hatte ein bisschen Angst. So, Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Ja, dann kaufen wir ihm Medikamente. Wir sind um 5 Credits wieder runter. Moment mal, wir haben 3 Leute verhaftet, aber wir haben diesmal keine Bestechung bekommen. Ah, nee, Moment, die Bestechung. Ah, okay, ich habe es eben falsch verstanden. Die Bestechung, die wir bekommen haben, war ja von einer Dame vom Ministerium für Information. Diese Spione da. Dafür haben wir das Geld bekommen. Das heißt, für die Verhaftung haben wir noch kein Geld bekommen. Die müssen dann ja jetzt eigentlich kommen. Wie viele haben wir jetzt verhaftet? 7? Am Tag 9 haben wir auf jeden Fall 4 verhaftet. Und jetzt glaube ich 3. Ja, also 7. Also müssen wir 1 runterrechnen, weil wir haben ja noch nicht gerade Anzahl. Also 6, also müssten wir 15 Astotska Dollar Credits bekommen. Genau. Gut, dann gehen wir schlafen und Hauptmenü. Dann wär's das mit der Folge. War ganz schön aufregend. Wir sollen jetzt viel, viel mehr Leute ins Gefängnis stecken. Die eine da war irgendwie, keine Ahnung, ganz wild darauf ins Land zu kommen. Weiß nicht, was mit der los war. Aber naja. Das heißt, wir haben es jetzt. Ja, das wär's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.